Willkommen zurück zu No Jetpack Survival. Das Energieproblem ist leider größer als gedacht, also auch über Tag über können die Basis nicht versorgen. Deswegen habe ich hier schon eine kleine Linie gezogen, weil ich dachte, ja, ich könnte jetzt noch ein paar kleine bauen und natürlich auch sehr viel Platz weg, oder ich baue den klassischen großen Turm. Das werden wir jetzt auch einmal tun. Es wird nicht ganz so leicht sein ohne Jetpack. Deswegen hatte ich eigentlich auch davon abgesehen und lieber die kleinen gebaut. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Deswegen werden wir hier diese Gitterplattformen bauen. Einmal rundherum quasi. So dass wir jederzeit dann da hoch können. Es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Aber ich denke, das sollte einigermaßen gehen. Und wir müssen auch am besten relativ schnell auf einen Rotor gehen, da sich das Ganze ja dreht. Hier vielleicht schon auf den Rotor gehen sollen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Das heißt, ja, du wirst schon ein Rotor. Wie wir den Anfang machen, weiß ich auch noch nicht. Aber wenn der Turm in einer gewissen Position steht, dann sollten wir ihn immer betreten können, falls wir das müssen. Und hier soll das Ganze dann anfangen. Ich könnte ja auch Treppen einfach runterbauen, aber ich glaube, das ist es nicht. Das heißt, wir bauen hier eine hin. Hier eine. Und dann sollten wir eigentlich immer von da betreten können. Ah, vielleicht bauen wir da lieber eine halbe hin. Ah, wir versuchen es mal mit einer halben. Oh, das sollte gehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich da keine halben hinbaue, dass das kollidiert miteinander. Und hier ist halt auch so das Problem, dass man da, kriege ich da vielleicht so eine hin. Die haben noch so, auch so halbe. Obwohl, kann ich auch wieder die nehmen eigentlich, ne? Versuchen wir es mal so. Das sollte eigentlich gehen. Das heißt, es ist jetzt für mich ganz viel runterfallen. Ja, auf jeden Fall das auch. Und ganz viel Gebaue. Aber das erspare ich euch mal, wie ich einen Turm senkrecht nach oben baue und 12.000 Mal runterfallen. Ich hoffe, es klappt jetzt diesmal. Vielleicht sollten wir mal was sehen können. Zack. Ja, so. Ah, guck mal, jetzt können wir gleich direkt mal gucken, ob das so geht. Nö. Geländer im Weg. Ja, da müssen wir uns nochmal was überleben. Aber für jetzt geht das auf jeden Fall klar. Und dann werde ich jetzt die ganze Zeit hier die Geländer mit einbauen. Die Stege. Dass wir hier rauf und runter laufen können. Ich muss sogar nicht jedes Mal nach unten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, das dauert jetzt kurz. Obwohl, so hoch brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Das ist ja quasi schon gar nicht so schlecht. Und dann will ich auf jeden Fall heute die neuen Solarpanels benutzen. Die habe ich nämlich noch gar nicht benutzt. Die würde ich mir doch gerne mal angucken.
Ich glaube, die Höhe hier ist schon gar nicht so schlimm. Na, voll ein bisschen könnten wir vielleicht noch. So, dass wir auch noch ein bisschen über den Hügel da ragen. Es geht ja auch relativ fix hier, das zu bauen, selbst ohne Jetpack. Darf nur nicht runterfallen. So ist doch, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Dann bauen wir hier einen Steg ein. So, das heißt, wir können auch drauf laufen. Können hier eigentlich auch einmal drum rumgehen. So sollte das passen. Okay, dann für jetzt brauche ich auf jeden Fall hier oben eine Treppe hoch, dass ich da arbeiten kann. So. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Vielleicht brauche ich da auch mein Flugschiff einmal. Obwohl, wir können ja auch jetzt mal hier einmal so rumherum bauen. Und hier dann... Achso, ich kann auch den Block nochmal schweißen, dass ich weiß, dass das der Block ist, den ich meine. Wo ich gerne hochgehen möchte. Ist gar nicht so leicht. Ich möchte jetzt... Ah ne, ich möchte gerne hier raus. Jetzt habe ich mir natürlich meinen Rückweg verbaut, aber das ist erstmal nicht so schlimm. Das heißt, der kann auch festgesetzt werden. Und du auch. Und hier soll dann der zweite Rotor drauf sitzen. Und zwar schön weit draußen, dass hier nichts kollidiert miteinander. Und dann haben wir erstmal neuen Kram. Gut, nichts runtergefallen, sehr gut. Können auch mal die restlichen Teile, die wir noch dabei haben, wegpacken. Ja, das war's schon. Sauerstoff ist auch niedrig. Dann laden wir erstmal auf. So, dann hätte ich es hier gerne wieder relativ simpel. Kann ich wahrscheinlich von hier am besten bauen. Genau. Okay. Ich glaube, ich brauche das Flugschiff. Ich hoffe, das hat noch einigermaßen Saft. Es wird ja noch aufgeladen. Es wurde auch in den Kommentaren nochmal gesagt, es könnte sein, dass es auch noch voll war. Deswegen deutlich schwerer ist. Ja, das kann sehr gut sein. Das werden wir gleich nochmal leer machen. Ups. Gucken wir mal, ob da noch was drin war. Ja, komplett voll. Das ist natürlich nicht so optimal. Das machen wir dann nochmal weg. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Flugzeit. Vielleicht sollte ich der Basis mal lieber, ja doch, einen kleinen Wasserstoffboost geben. Dass wir überhaupt was machen können. Ja, die laufen nämlich auch schon. Ach, und es könnte auch sein, dass ich den anderen weggepackt habe. Wo geht's dir denn am besten mal hin? Hier ist alles voll. Na, dann da einer ran und... Wir sonst noch irgendwo jemanden gut hin? Na, können die da hinsetzen. Die müssten nämlich eigentlich auch einen Port unten haben. Da. Ist jetzt richtig? Ja. Da ein und da ein. Da habe ich natürlich meinen schönen, einfachen
Frachtzugang hier weggemacht, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich möchte halt möglichst autark leben und nicht die ganze Zeit Wasserstoff verbrauchen. Deswegen wollte ich die Wasserstoffmotoren nämlich eigentlich nicht bauen. Aber ich glaube, ich habe auch den in der Werkstatt weggenommen. Ist schon ein bisschen länger her, deswegen sieht meine Energie wahrscheinlich jetzt so schlecht aus. So, die laufen schon mal beide. Muss mal kurz gucken, ob der noch da ist. Ne, ah doch, der ist noch da. Aber ausgeschaltet. Interessant, ja. Das könnte natürlich daran liegen, dass unsere Batterie so schlecht ist. Jetzt gucken wir mal kurz. Aufgeladen in 2 Stunden. Ja, also ich möchte möglichst autark leben und nicht die ganze Zeit Wasserstoff verbrauchen. Und deswegen brauchen wir mehr Solarenergie. Aber da die Sonne gerade eh nicht da ist, können wir auf jeden Fall hier mal die beiden Batterien auf Aufladen schicken. Dass die sich aufladen. Und selbst dann müsste sich die Basisenergie eigentlich aufladen. Weil die relativ viel machen. Vollständig aufgeladen in 7 Stunden. Naja, das geht einigermaßen. 7 Stunden ist jetzt nicht so viel. Aber gut, sie lädt immerhin. Die anderen laden jetzt auch noch extrem viel. Mal gucken, wo wir da am Ende landen. Aber ich würde gern das Fluggerät fertig haben. Dass ich in der Nacht da den Turm jetzt bauen kann. Und morgen früh, wenn die Sonne langsam rauskommt, der Turm vielleicht sogar schon fertig ist. Deswegen werde ich jetzt anfangen, den Turm zu schweißen schon mal, dass der Stabilität kriegt. Und dann hoffe ich mal, dass das Fluggerät einigermaßen geladen ist wieder. Und wir bereits die ersten Solarpaneele anbringen können. Aber da schweiße ich jetzt erstmal den Turm. So, das war jetzt hoffentlich genug Zeit, dass der sich ein bisschen aufladen konnte. Wir schnappen uns noch ein paar Materialien. Ein bisschen konnte ich am Turm noch werkeln. Nimm nochmal Stahlplatten ohne Ende mit. Und schmeißen die nochmal hier rein. Auf jeden Fall ein paar. So, mal gucken, was die Batterien hergeben. Ich würde halt gerne eigentlich da hinten drauf. Yes. So, bevor wir irgendwas machen, Batterien auf jeden Fall auf Auto. Dann könnte man ja eigentlich auch noch die Bohrer wegnehmen, aber ist erstmal egal. Ja, das ist okay, die Zeit. Soll uns erstmal genügen. Hatte ich hier nicht auch mal Lichter drauf? Wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen. Na doch, habe ich, glaube ich. Okay, das heißt, wir gehen ins Baumenü. Leider will er uns schon wieder nicht bauen lassen. Manchmal ist diese Funktion echt merkwürdig. Aber nun gut, dann machen wir das halt anders. Ich müsste ja eigentlich noch hinten drauf stehen. Ja, tue ich. So. Bauen wir vielleicht mal ein bisschen seitlich. Dann muss da noch einer drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So müsste das doch passen. Also es geht so zu bauen. Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten.
Aber das sollte okay sein. Das geht schon mal. So, dann haben wir schon mal so viel Stabilität wie möglich reingebracht. Hier haben wir noch ein paar. So, an diesem Bogen kann dann die Solarpaneele befestigt werden. Jetzt muss ich mir die doch gleich mal angucken. Solar, sind die hier mit drin? Sind da mit drin? Okay. Dann haben wir diese Seitenteile hier. Okay, okay, okay. Dann machen wir das ja wahrscheinlich so. Jetzt versuche ich mal eine Grundform auszulegen. Dann noch einer. Fast. So. Dann nach oben. Ich denke mal, das sollte ganz gut gehen eigentlich. Wenn es hier oben nicht ganz so leicht ist zu bauen. Ups. Vorsicht da unten. Muss ich wahrscheinlich hier hinten müsste dann noch so, kein Stahlblatt mehr. Dann holen wir uns noch mal ein paar. Oh, es ist auch stockfinster. Ich sehe nicht mal den Boden. Da ist er. Okay, wir gönnen dem Ganzen noch mal ein bisschen Aufladungszeit, glaube ich. Und weil mich das hier mit dem nervt, dass ich jedes Mal Batterien daran denken muss, der soll eigentlich immer geladen sein, den brauche ich einsatzbereit, nehmen wir jetzt einen Block, und zwar da fehlt ein E. Ereignissteuerung. Dich wollte ich, brauche ich anstatt der Tür jetzt einfach mal. Den brauche ich im kleinen Grid. Ich glaube, mehr als den braucht man nämlich gar nicht. Es ist ziemlich simpel. So, und den können wir ja eigentlich irgendwo hier hinsetzen, wo der niemand stört. Okay, dann baue ich zwei, damit es symmetrisch aussieht. Ich habe direkt zwei schon mitgenommen. So. Batterien. Da machen wir mal eine Gruppe, und zwar ein Baufahrzeug. Keine Ahnung, wie ich es sonst nennen soll. Batterien. Okay. Ereignissteuerung. Und dann sollst du bitte checken. Verbinder angeschlossen. Wenn der Verbinder angeschlossen ist. Und zwar ist das dieser eine. Das ist der auf meinem Schiff. Dann sollst du bitte folgende Aktion ausführen. Und zwar die Gruppe. Habe ich das schon? Batterienbau? Habe ich das so genannt? Baufahrzeugbatterien, so.
aufladen, einen aus wahrscheinlich, ne? So, und dann das gleiche hier nochmal. Ah, das geht nicht. Kann ich das hier dann nochmal machen? Okay, das könnte sein, dass wir jetzt abstürzen. Das heißt, ich nehme mir die Gruppe nochmal hier mit rein zur Sicherheit. Mal gucken. Okay, jetzt auf Auto. Das ist ja irgendwie doof. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das besser hinkriegen. Es gibt halt immer nur Aufladen ein aus. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, wir schmeißen die... Kriegt ein Sideshot-Block das hin? Müssen wir mal kurz gucken. Ich will halt jetzt immer mehr mit diesen Ereignissteuerungen machen, weil die super hilfreich sind. Aber wenn das jetzt nicht gehen würde, wäre das natürlich schon ziemlich doof. Gucken wir doch mal. Zeitschaltblock. Kannst du das vielleicht... Oh, ups. Kannst du das vielleicht sogar für mich machen? Kann auch nur aufladen, ein, aus. So. Es hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber ich habe es jetzt endlich rausgefunden, wie es funktioniert. Ist ziemlich simpel. Ich glaube, ich könnte es auch nochmal ohne Zeitschaltblock machen. Wir können uns das nochmal angucken. Also hier ist ganz klar Verbinder angeschlossen und dann haben wir den Verbinder von unserem Fahrzeug ausgewählt. Und jetzt versuche ich das nochmal zu konfigurieren. Und zwar habe ich jetzt Zeitschaltblöcke, aber ich versuche es mal ohne. Und zwar müssen wir hier die Gruppe Fahrzeugbatterie nehmen und sagen Aufladen ein aus und... Hier hinten müssen wir Automatik aktivieren. Das ist so ein bisschen kompliziert, dass es so da steht, weil eine Batterie hat eigentlich keine Automatik, aber er stellt die Batterien auf Auto. Das funktioniert auch mit Entladen genauso, er würde es wieder auf Auto stellen. Und jetzt müsste es eigentlich, ja, man sieht es unten bei der Taste 4, steht gerade Charge. Wenn ich jetzt die 9 drücke zum Entkoppeln, geht er auf Auto. Und wenn ich wieder ankoppel, geht auf Charge. Also es ist ziemlich simpel. Wenn man mit einer Gruppe arbeitet, braucht man auch keine Zeitschaltblöcke. Die sind jetzt drauf, die lasse ich drauf, ist schon okay. Verbinder auswählen, Aktion auswählen, Gruppen. Dann die Gruppe, die man will. Einmal auf Aufladen an, aus und einmal auf Automatik aktivieren an. Und schon lädt sich das Fahrzeug jedes Mal auf, wenn man dockt. Das ist relativ praktisch. Funktioniert super gut. Ich könnte... Ah ja, die Triebwerke gehen auch die ganze Zeit. Das kostet natürlich Energie. Das heißt, wir werden jetzt doch nochmal die Zeitschaltblöcke... die habe ich so genannt... nehmen, denn wir können hier... Oh Gott, wir müssen erstmal entdocken. Und dann gucken wir mal... Ups, entdocken. Ah, okay, okay. Triebwerke brauchen wir doch nicht anfassen. Wir fassen ja nicht, war nicht angedockt. Jetzt lädt er auf. Okay. Also ziemlich simpel, wie man so einen kleinen Autolader-Modus aktivieren kann. Das werde ich wahrscheinlich für alle Fahrzeuge nochmal machen. Aber wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar Stahlplatten. Ziemlich cool, diese Ereignissteuerung. Mache ich deutlich zu wenig mit. Aber man könnte dann auch alles machen. Die Gyros aus, die Triebwerke aus, Lichter aus. Und wenn man dann halt wieder entdockt, alles wieder an. Würde alles noch Energie sparen, aber so viel Not haben wir dann, glaube ich, gleich nicht mehr. Jetzt müssen wir nur mal den Turm wieder finden. Und Vorsicht beim Boden, da ist der Turm. Da ist er. Können wir hier mal weiterbauen. Ich hoffe, ich bin jetzt hinten eingestiegen, weil sonst mache ich gleich einen krassen Abflug.
Yes, passt. Auch noch deutlich zu weit weg. Ah ne, ich wollte hier unten was bauen. Stimmt. Bisschen näher ran noch. So dürfte gehen. Hier müsste dann so einer hin. Und hier dann so einer wieder. Denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken. Das könnte auch schon der Mittelpunkt sein. Ich denke, das ist auch gar nicht schlecht. Das heißt, setzen hier jetzt noch ein paar Lagen oben drauf. Krieg ich dich da hinten noch unter? Ja. Die haben jetzt natürlich eine andere Farbe, ist aber erstmal nicht so schlimm, weil der wird eh noch oben gefärbt, der Turm. Hier wieder. Hier und hier. Da nicht. Ist das ganz hinten? Ich kann es nicht sehen. Ein bisschen höher können wir auch noch. Hier und hier. Und dann kommen jetzt die hier da auch noch drauf. So, ist doch gar nicht schlecht, denke ich mal. Jetzt nur mal kurz gucken, wie wir das unten gehandhabt haben. Haben wir zwei und dann das, zwei und dann das. Jo, das passt. Das heißt, die eine Seite ist tatsächlich fertig. Das heißt, wir können jetzt den Rotor hier mal benennen. Rotor, Solarturm, der macht das Vertikale, der andere das Horizontale. Dann würde ich jetzt sagen, brauchen wir noch eine Kamera nachher. Und vielleicht bringen wir hier nochmal ein bisschen mehr Stabilität rein. Da bauen wir dann nachher auch noch ein paar Eckverbindungen, sodass es dann rüber geht. Ist schon ziemlich gewaltig, ups, groß, denke ich mal. Aber wird uns die benötigte Energie bringen? Ja, die zu schweißen wird ein Traum werden. Naja. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich es. Na, ist egal, wir nehmen einfach das Schweißgerät, was hier vorne dran ist. Dann die andere Seite noch und das Ding ist quasi fertig zum Einsatz. Kamera und Solarsteuerung fehlt noch. Oder Turmsteuerung. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal anbringen. Und vielleicht den hier auch nochmal beladen. Passt. Ach, ist so schön, dass die Batterien direkt auf Aufladen gesetzt werden. Wie oft ich jetzt hier hin und her laufen muss. Nimmt man nur die großen. Haben die unterschiedliche? Ja, haben unterschiedliche. Wir stellen aktuell keine Solarzellen her, sehe ich gerade. Die haben wir nämlich noch gar nicht gebraucht. Also, seitdem ich das Skript habe. Das heißt, wir produzieren mal kurz 100 Stück. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Gehen wir mal kurz hier rüber. Hier ist der Bildschirm. Und dann müsste hier jetzt eigentlich Solarzellen auftauchen. Und davon wollen wir haben 320 Stück. Dann ist es immer so 10 Solar. Solarkollektoren, dann haben wir die immer in Reserve. Dann sollte er die jetzt eigentlich produzieren.
Ich mach erstmal Batterien, okay. Achso, wir. Nee, Moment mal. Habe ich schon so viele? 100 Stück habe ich noch. Eigentlich müsste das Skript das jetzt checken und sagen, okay, wir brauchen Solarzellen, aber. Oh. Ich war doof. Das ist Power Cell. Power Cell brauchen wir wirklich nur, naja, 160. Hier ist Solarzelle. Das setzen wir mal auf 320. So, und ist richtig. Dann hat er auch die anderen Batterieteile abgebrochen. Jetzt baut er mir die Solarzellen. Sehr schön. Das heißt, wir können das Ganze jetzt nochmal beladen. Ich hoffe, der wird da nicht zu schwer. Ich denke mal, ich nehme jetzt auch mal die Bohrer da weg. Die können wir immer nochmal wieder ersetzen. Die brauchen wir nicht mehr. So, dann nehmen wir hier noch die Steuerung für Geschütztürme mit. Eine Kamera. Machen wir sicherheitshalber ein bisschen mehr mit. Sensorkomponenten haben wir anscheinend auch noch nicht. Einmal 100 reinbringen sollte eigentlich reichen, um das Skript zu aktivieren. Und die Farbe hier immer so komisch ist, weiß ich auch nicht. Naja. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt Sensorkomponenten haben. Das ging ihm anscheinend zu schnell. Dann queuen wir davon nochmal 100 Stück. Dann sollte das gleich eigentlich mit auftauchen. Naja, dauert wohl ein bisschen, egal. Wir stellen jetzt erstmal 100 her. Dann haben wir ein paar in Reserve. Es wird auch langsam heller. Aber nur sehr, sehr langsam. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen vorsichtiger fliegen. Da wir ja relativ voll beladen sind. Solarturm horizontal. So. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Stahlblöcke da nicht mitnehmen, sonst haben wir zu wenig. Ich glaube, die konnten auch noch gefärbt werden. Das testen wir gleich erstmal. Erstmal verbrauchen wir die Materialien. Oh, das war's schon von einem Flug. Das ist nicht so viel. Aber gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Dann können wir nochmal hier auf die untere Ebene gehen. Da ist sie. Nicht ganz so nah ran, aber auch nicht so weit weg. Nee, die wollen wir nicht. Wir wollen die. Dann haben wir hier die Ereignissteuerung. Die steuert das Ganze natürlich dann. Anderen Seite. Dann noch die Kamera. Den geben wir auch nochmal einen anderen Namen. Solarturm. Kamera. Das passt schon soweit. Das heißt, wir können das ja schon mal soweit einstellen. Werden den aber ausschalten. So. Das war, glaube ich, das Horizontale. Und das war das Vertikale. Wo ist da? Und die Kamera, Solarturm. Setzen das Ganze hier nochmal ein bisschen runter. Und dann KI aktivieren. Das passt. Oh, achso, eine Sache fehlt noch.
immer auf die Sonne zielen. Wo war das denn nochmal? Bis jetzt steht die Sonne an. Da. Okay. Aber den aktivieren wir jetzt noch nicht natürlich. Hat mein Schweißgerät, hat nur noch ein paar Stahlplatten drin. Können wir dann auch nochmal benutzen. Was passiert denn, wenn wir das Ganze anders färben? Und zwar nehmen wir hier einfach mal so ein Orange. Ah, cool. Geht Tatsache. Oh, jetzt habe ich hier, glaube ich, irgendwas gefärbt. Naja. Das ist schon okay. Aber das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Noch ein paar Lichter dran, dass wir auch was sehen können. Und dann ist der Solarturm fertig und sollte uns ordentlich Energie bringen. Hoffentlich auf jeden Fall. Erstmal halten uns die Wasserstoffmotoren am Laufen. Ist auch gut, dass wir die Rakete gesondert davon gebaut haben. Denn so ziehen die Wasserstoffmotoren da nichts aus dem Tank raus. Ah, fast. Was sagt denn unser Wasserstoffhaushalt? In der Theorie könnte ich doch auch 59%. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, wir haben heute ein bisschen was geschafft. Leider sind wir immer noch nicht zu den Schweißgeräten gekommen, aber Energie war jetzt einfach mal wichtig. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, das wird ordentlich an Energie bringen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wo auf jeden Fall dieser Turm fertiggestellt wird und 100%ig arbeiten wir dann hoffentlich. Aber das heißt 100%ig hoffentlich ist auch so schwierig, aber wir arbeiten dann hier, nehmen die Scheibe weg, testen noch ein bisschen was. Vielleicht bringen wir seitlich nochmal Schweißgeräte an. Wir gucken mal, was wir da alles rauskriegen. Dann sag ich aber diesmal schon vielen Dank fürs Liken, Abonnieren und Teilen. Freue mich immer über die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht.